Hallo, grüß euch. Ich zeige euch heute das Reinigen der Siebdrehmaschine. Grundsätzlich dann wir die Maschine dazu reinigen, dass sie einfach langlebig sauber bleibt. Da geht es vor allem zum einen ums Entkalken. Dafür verwenden wir aber gefiltertes Wasser und in der Brühgruppe befinden sich die Öle von den Kaffeebohnen und dadurch dann wir es täglich reinigen, bürsteln und zurückspülen. Dafür brauche ich ein paar Sachen. Und zwar ein kleines Bürstel, einen Kaffeereiniger, der was mir die Öle löst, und ein Blindsieb. Ein Blindsieb hat keine Löcher drin. Das heißt, ich habe jetzt heute ein paar Kaffees gemacht und meine Brühgruppe ist dreckig. Also einfach Kaffeereste sind drin. Da gehe ich einmal her mit meinem Bürstel und tue zuerst einmal die groben Rückstände an der Brühgruppe entfernen. Das Wasser kommt raus und ich gehe gut am Rand der Brühgruppe entlang und am Sieb. Gerade am Rand ist wichtig, dass man gut bürstelt. Da befindet sich nämlich die Dichtung und die sollte wirklich immer frei von Kaffeereste sein. Dann gehe ich hier mit dem Blindsieb und spanne mal meinen Siebträger aus. Wenn ich da zur Kanten hergehe, hat man eine super Hebelwirkung, das geht leicht besser. Ihr seht, wir haben wirklich heute schon ein paar Kaffee getrunken. Das heißt, das zahlt sich wirklich aus. Wir empfehlen den Vorgang wirklich täglich, dass man immer einen sauberen Kaffee hat. Jetzt schalte ich wieder ein und schaue bei der Druckanzeige, dass der Druck aufgeht. Hat er im Maximalstand erreicht. Gehen wir wieder zurück. Und das Wasser geht einmal durch die ganze Brühgruppe zurück. Den Vorgang wiederholen wir dreimal. Jetzt, wenn ich fertig bin, hänge ich mein Blindsieb wieder aus. Und jetzt gehe ich her und wasche mir einfach meinen Siebträger. Mein Sieb, was ich genommen habe, und unten den Auffangungsbehälter, den wasche ich mir nochmal gut aus, wische nochmal alles trocken und die tägliche Reinigung war somit beendet. Dann, so mal wöchentlich zum Beispiel, gehen wir her und verwenden einen Reiniger, der was auch die Öle löst. Dazu hänge ich zusätzlich dann wieder mein Blindsieb ein und gebe den Espresso-Reiniger ein. Zuerst wird wieder gebürstet, dann Blindsieb ohne Espresso-Reiniger reingehen und ich wiederhole den Vorgang wieder dreimal. Jetzt wieder ausspannen. Und jetzt habe ich ja mit Spülmittel gereinigt, das heißt, jetzt gehe ich her und tue nochmal also Leere einspannen mit heißem Wasser, dass das Spülmittel nochmal auswascht. Ebenfalls wieder dreimal wiederholen. Und somit habe ich einfach die restlichen Öle auch entfernt. Jetzt ist meine Brühgruppe wieder sauber. Jetzt kann ich den Rest der Maschine abwaschen und polieren. Und ich kann wieder super einen Kaffee genießen. Dankeschön!